So, herzlich willkommen zu meinem dritten Hospital, was jetzt hier entstehen soll. Ich habe die Musik mal ein klein wenig runtergedreht. So, hier sind also noch ein paar Grundstücke, die ich noch kaufen kann. Ist ja interessant, dass es hier diese Grundstücke gibt. Also mehr wie beim letzten Mal. Ja, muss ich mal gucken, wo ich da anfange, ne? Nur ist ja auch gemeint, dann nehmen wir da die. Ja, lässt man da auch den Leuten die Häuser weg. Naja. Na schön, dann baue ich hier mal schön in Ruhe. Man hat da denn da diese Auswahl, aber man weiß nicht, womit man anfangen soll, ne? Aber irgendwo mit muss man ja mal anfangen. Auch wenn der Typ Ich da mache unten das was ja ganz nicht anderes oft, sagt. aber hier ist der Wetterbericht. Ein Ach, jetzt habe ich da wieder so einen kleinen Virus Knick hohen Schadens dringt durch die in der Wolken Ecke. von Dann mache ich das Krakenhof. so. Dunkle Wolken unerfahrener Krähen versammeln So. sich für ihr jährliches Mahl über Fluttering. Und zu guter Dann Letzt mache ich den führen die Schreibtisch Tränen mal eines hier in der einsamen Ecke hin. Clowns die Straßen von Grockery. So, die Schubladen. Der nächste Wetterbericht folgt in 17 Jahren. Und einmal klack, fertig. So. Ja. Ach ja. Schnapp die da wieder. So. Ich esse ein Schokoladenei. Nebenbei kann ich ja halt irgendwie summen oder la 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 machen vielleicht oder was. Einfach schön gemütlich machen und gemütlich gucken. Muss der erstmal aus dem Fenster gucken. Oder sie halt. Wie auch immer. Wie mal da so reingetappt kommen. Vergessen Sie nicht, Ihrem Arzt ein Trinkgeld zu geben. Warum? Da sind zwei, drei, da würde der Eingang.
mal sagen, eine Toilette hier hin. Und die andere mache ich dann so auf die Art. Nee, ich könnte die nochmal drehen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie so einen Geruch in der Nase von diesen Erdnusslocken da. Erdnussflips. Und ich habe ja gar keine. Die Nase sagt mir, also ich soll mal wieder welche holen. Aber ich habe auch mit so viel zu essen, an Dosen und an Nudeln und so weiter, dass ich echt eine ganze Woche nicht raus brauche eigentlich. Ah, ich muss mal gucken. Denn heute ist Mittwoch, der 8.4. Es ist jetzt 23.10 Uhr, gleich ein paar Sekunden. Ja, da habe ich erstmal eine Toilette für zwei Personen. Wisst ihr, was ich am meisten vermisst habe, als ich hier nach Two Point County gezogen bin? Die Kegelbahnen, Mann. Wenn ihr mich fragt, sind die kulturell mindestens so wichtig wie Bibliotheken und Museen. Es folgt mehr Musik, die euch den Köpfel krachen lässt. Bitte schlafen Sie nicht auf den Fluren. Ja, wer macht das denn? Schlafen Sie nicht auf den Fluren, sonst kriegen Sie keine Ahnung. So, das ist ein dicker Apparat, ja was? Jawohl, Gesundheit. So, mal gucken, da muss rein. Apotheker haben wir hier, genau. Krankenpfleger muss da rein. Kann man das nicht immer so merken, welcher Raum wer was braucht, also muss ich immer gucken, was da rein muss. Hier. Die von rechts da sich anstellen und die von oben kommen. Denken Sie einfach nicht darüber nach. Und die anderen, die ja von eher so gesehen von unten kommen. So, dann noch eine hier hin. Schwipp, schwipp. Die mache ich dann hier hin. So, und die kommt dann hier hin. Dann habe ich da noch Platz für die Bank. Die Bank da. Die da. Ist doch wunderbar. Da läuft ein blauer Mann rum. So, noch ein bisschen Zeitung hier zum Lesen. Ne? Und Postkarten und sowas. Und da stehen auch schon die ersten. Jetzt muss ich nur noch jemanden da reintun, der... Ja. So tut, als hätte er Ahnung. So, Sie wünschen bitte? Ich will zum Onkel Doktor. Ach was, warum denn? Kennen Sie ihn? So, Patienten, die ein Bauchgefühl betreffend ihrer Krankheit haben, sollten es bitte für sich behalten. So, der eine geht schon wieder, der ist fertig.
immer diese Nachricht nicht da bekommen. Was nehme ich denn noch? Ich müsste alles eigentlich nehmen, was ich da habe. Aber jetzt ganz viele Grundstücke hier. Nein, keine Grundstücke zum Essen, sondern Grundstücke. Hier ist Ricky Hawthorne und ich bringe euch Musik, Sonnenschein und ein wenig guten alten Charme hier auf Radio 2Point. Und wir starten mit einem richtigen Hammer-Song. Der geht da rein. Neue Krankheit, okay. Also solche Sachen lese ich für mich mal ganz kurz mal durch und dann. Also nicht ganz durch. Würde es noch zu lange dauern. Nur so ein bisschen die Überfrip und dann. Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Ja, ja, ich bin noch von dabei, Alter. So. Ja, rein mit dir. So, und hier können wir nach Hause gehen. Danke, Herr Doktor. Nimmst du ein Medikament ein, nach dem Mixen brauchst du hinterher nicht mehr selber. So, gucke mal, hier ist ja auch noch Platz. Also mache ich hier jetzt dieses Zimmer hin. Man könnte auch eigentlich das ganz groß machen, aber warum? Also einen Pausenraum ganz groß machen. 4x4 oder so. Statt so klein dann. So, ein Laufband. Da können dann ganz dicke Patienten abnehmen. Ja, das ist ein schönes Spiel. Hier hast du eigentlich deine Ruhe, da kannst du so gesehen machen, was du willst. Da kannst du zwei Apotheken hinmachen oder zwei Toiletten oder sonst was, was du gerne möchtest. Muss nicht immer jeder Raum nur einmal da sein. Kannst den Raum auch, wenn da steht 3x3, kannst du auch vielleicht dann 3x4 machen oder 4x4 oder so. Das ist egal. Hauptsache der Raum ist da und die Ärzte und so können da arbeiten. So, da ist dann halt diese sogenannte spanische Wand. Das Bett kommt dann da. So, und dann kommt noch der Pfleger. Ach, der geht von da rein. So, er ist gleich der Erste. Okay, Patient, dann ziehen Sie sich mal aus. Alles? Ja, alles. Ja, Moment. So, hier der noch meine Bank hin. So, Herr Doktor, ich habe mich umgezogen. Ich habe jetzt nichts mehr an. Das ist gut, da legen Sie sich mal hin. Diese traumhafte Musik erinnert mich an meine wo mache ich denn den hin? Und jetzt lasst uns einfach hier sitzen und noch ein paar Songs anhören. Eine Psychiatrie wird benötigt und ein Reporterbesuch. Naja, von mir aus. Aber nicht von der Bild-Zeitung oder so.
Also ich meine eine Zeitung mit Bildern, ne? Der Play. Der Spieleboy ist ja auch eine Zeitschrift mit schönen Bildern, also. Aber ich lese ja immer nur die Witze. Hm? So, Stuhl mal hier vom Fenster. Die Liege drehe ich dann mal so um. Kann die Patienten, also wer da liegen tut, dann halt da angucken, wer auf dem Stuhl sitzt. Ja, ja, was du immer verlangst, ey, du alte Gurke, du. Mein Geist hat ein Krankenhaus. Nein, andersrum. Mein Krankenhaus hat einen Geist. Fehlen jetzt nur noch die Leute von Ghostbuster. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Ja, warte doch erstmal. Lass mich das mal hier ein bisschen Ruhe was machen. So einen schönen Pausenraum hier. Kommt hier ein Sofa hin. Und daneben kommt noch ein Sofa hin. Damit hier ganz viele Leute sich hinsetzen können und Pause machen können. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Ja, bitte. Oh, ein Arzt, komm doch mal bitte zu mir, bitte. Oh, die Alte. So, da ist der Pausenraum. Und vor dem Pausenraum mache ich dann halt so einen Automaten hin. Du alles verlangst, Alte. Meine Fresse. Und ich verlange gleich mal, dass du zu mir kommst. Aber dann darfst du keine Klamotten anhaben. Denn mit Klamotten kann man dich nicht untersuchen. So, Zeitungsstand und alles. Andenken laden wir zusammen. Ja, bitte. Oh, ich brauche einen Arzt, bitte. Oh. Sind Sie der Onkel Doktor? Sie sagten, er sei zu alt. Nein, ich bin nur der Rohvölliger. Rohvölliger. Ich kann das ja hier machen. Lustigerweise. Dann zieht dieser Held seine Strumpfhose an. So. Strumpfhosen 5. Tödliche Laufmaschen. Gefährliche Strumpfhosen 5. Ja klar. Das ist Radio Coupon. Da 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 da. 99.000 habe ich jetzt. Gut, war der Bildungsbilanz. Kommt von Onkel Franz. Ach Gott, ey, immer dieser Vorsicht Clowns. Oh, will ich nicht wissen. Wenn du lesen willst, mal kurz auf Pause. Unqualifiziertes Personal, bitte ins Weiterbildungszimmer. Ja, Weiterbildungszimmer. So, da ist auch schon jemand drin. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Oh, bitte. Da kommt doch mal einer dahin, bitte. So. Du, 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 dum, dum. Dann wird da noch ein Arzt reingesetzt von mir aus. Ich hab ja das Geld. $99.000. Da, 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 da.
So. Jetzt habe ich 104.000. So, ein Hausmeister. Und dann einer kommt noch hier hin. Zwei müssen erstmal reichen hier für diese Ecke. Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Ja. Der Medikamentenmixer mixt den Mix mit dem Mixer, werden Medikamente gemixt. Mit dem Medikamentenmixer mixen wir Medikamenten über den Medikamentenmixer. Oh Gott. Herr Müller, sagen Sie das dreimal hintereinander. Bitte was? Sagen Sie das dreimal hintereinander. Ach so. Dreimal hintereinander. So, das ist ein großes Gerät, was? Ja, große Geräte. So. Und rein mit dir. Genau. Wahnsinn, wie groß das dann ist. Da kann man dann so viele Räume machen. So, dann kopiere ich jetzt mal ein paar Räume hier. Damit halt die Wartezeiten auf der einen Ecke nicht so lang sind. Dann sind die Patienten, ah, da ist auch noch ein anderer Raum, da kann ich auch noch hin. Und dann sind halt die Wartezeiten hier, ich möchte mal sagen, am Haupteingang nicht so lang. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Ja. Und nicht in die Toilette. Man könnte sie auch dahin machen, ne? Ich habe offen gestanden noch nie eine zum Beispiel. Gesehen, aber ich höre, dass sie ziemlich gut aber hier sein müssen ja auch welche hin. Und eine steht da. Da spielt einer immer auf dasselbe Klavier, immer dasselbe Stück. Ach ja. Wenn eine Musik sich immer so oft wiederholt, ey, das ist unglaublich. Hat nur keine Ideen, was sie noch so für Musik da einspielen können. Immer nur dasselbe. So, hier ist jetzt mein aller... Ja. Hier ist mein allerletztes Schokoladenei. Dann habe ich nur noch zwei Eier, aber die kann ich nicht im Mund nehmen. Da komme ich nicht dran. So. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. So, nehme ich den Raum. Gut, dass man die einfach so kopieren kann, das ist toll. Hoppala. Für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Na gut.
Neue Krankheit. Meine Krankheit heißt Schokolade. Ich muss immer viel Schokolade essen. Ach ja. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Ach, schon wieder? Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ja. Ey, wird gespeichert. Bam, bam. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ja, ja, ist ja gut. Du wiederholst dich alle 2 Sekunden, Alter, mit dem Spruch. Dann könnte man ja auch immer durchsagen, ja, wenn Sie auf die Toilette gehen, dann ziehen Sie bitte Ihre Hose runter. Dann machen Sie nicht in die Hosen. Zeitlich vermelden, dass sie wahrscheinlich das gesamte Gebiet im Umkreis evakuieren müssen. Klingt für mich eher so, als ob die Leute jetzt eine Weile Gratisurlaub nehmen können. Echte Glückspilze. Ja, Glückspilze kann man nicht essen. Die bringen nur Pech. Was? Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Ja, bitte. Eine Frau in mein Bett, bitte. Nee, lieber nicht. Ja, So, du bleibst da drin, Alte. Ba, 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 da, da, da. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ah ja? Die Frau sieht auch alles da. Die hat Augen. Die hat ihre Augen überall. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Sogar an den Füßen, ey. Mein Name ist Big Brother. Ich beobachte euch. Der bin ich. Verkehrten reingesetzt. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ein Arzt, ja. Ein Arzt. Arzt habe ich da. Welchen nehme ich denn? Wo ist er denn? Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ja. Ah, 40.000 habe ich da heute im Moment. Ja, die sind alle immer so. So. Und das eine auf dem Laufband, yeah. Und der läuft. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Genau, der eine macht ja schon Pause in dem Pausenraum. Also, nein, ist halt kein Pausenraum, Quatsch. Ach, da hat den Clown oder auf den Klon, wie auch immer. So. Hey Doktor, jeden Abend muss ich immer lachen, auch wenn man nicht zum Lachen zu muten ist, ey. Was kann ich dagegen tun? Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Tja, wo arbeiten Sie denn? Vielleicht liegt es denn da dran.
Ah, ich bin ein lustiger Clown im Zirkus. Saure Sahne. Aha, und trotzdem müssen sie lachen? Ja. Und warum? Das weiß ich auch nicht. Das ist eine Weiterbildung. Ob die mich weiterbildet? Oder die Leute, die da arbeiten? Na gut. Was? Oh, da fliegen schon einige an. Gut, fürs nächste Mal gucke ich mal, wie die Musik da irgendwie ausmachen kann. Die wiederholt jedoch auch sehr, sehr schnell. Genau wie die Olle da immer. Ein Arzt bitte. Hier und dann ein Arzt bitte. Da und so weiter. Und guck mal, die Ecke hier wird ja auch schon voll. Also das ist der Eingang. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ja. Wir entschuldigen uns, dass unsere Krankenschwestern immer angezogen sind. Ja. Bin dann mal gespannt, ob wir noch irgendwie neue Räume kommen. Einer soll da ja wohl noch kommen, wie ich jetzt damit gekriegt habe, irgendwie. Von der neuen Krankheit, die entdeckt wurde. Aber ich bin mal gespannt. Die drei wird benötigt. Yep. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf uns Genau. Die wiederholt sich auch so auf, ey. Vielleicht mal langsam so zum Ende kommen. Ja, wenn du kaum noch Geld hast und der Arzt oder was auch immer so teuer ist, ey, das ist unglaublich. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ja, ja, ja. Stunde. Und wenn ihr mich fragt, was eine ist volle Stunde? Der beste Teil der Stunde. Ich weiß, ein paar von euch werden jetzt sagen, hey Ricky, was ist denn mit der Warum soll die Stunde voll sein? Keine Sorge, Freunde, kann auch leer sein. Ach ja. Vielleicht bald auch noch mal eine Toilette hin oder sowas. Eine etwas größere. Oder halt Wohnzimmer hier mit mehr Betten. Ich muss mal sehen. So, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall komme ich jetzt mal so langsam zum Ende. Ich bedanke mich, dass du dabei warst, auch wenn diese Folge heute ein bisschen
sich durch diese Zimmer, sag ich mal, etwas in die Länge gezogen hat. Dann macht ihr einen schönen Tag, einen wundervollen Abend oder eine schöne Nacht oder was auch immer. Schönes Wochenende vielleicht. Dann bleibe gesund oder wenn es dir gerade nicht so gut geht, dann werde gesund. Ja, und ich entschuldige mich jetzt auch und ich bin weg. So, mach's gut und bis zur nächsten Folge, ne? Hier im Krankenhaus. Bye, bye.